Wir sind zurück in Montreal, freuen uns auf den zweiten Durchgang. Es gibt einen Wechsel bei den Gastgebern. John Hurtman hat getauscht, hat Cavallini rausgenommen, der unauffälliger blieb als Ricketts. Zunächst Cavani, so gerade noch verteidigt von Kanadas Verteidigung. Jetzt also wieder Jonathan David dabei. Der stand im ersten Spiel gegen Wales noch in der Startelf, musste heute einem etwas veränderten System weichen. Aber vielleicht heute ja von der Bank. Cavani, Achtung, noch nichts endgültig geklärt. Jetzt ist Morgan da gegen Suarez und kann zumindest mal zum Eckstoß verteidigen. Geht so los wie schon Durchgang 1. Torreira mit der Ecke für Uruguay. Die ist harmlos. Zweiter Ball für Nandes. Foul angezeigt, geht aber weiter mit Cavani und Vecino! Aber mit Volldampf verwandelt zum 1:0 für Uruguay durch Vecino. Der stand völlig frei, den hat Kanada übersehen. Nach Cavanis ungewöhnlicher Kopfballablage zurückgelegt nach der Flanke. So, jetzt ist die Fahne sogar oben. Foul gesehen, Cavani legt zurück und Vecino, aber eiskalt in das Herz der Kanadier, denn jetzt könnte es tatsächlich sehr schnell vorbei sein. Wenn morgen Schottland nicht gewinnt, wenn Wales morgen punktet, dann wäre mit dem Ergebnis für Kanada morgen bereits Schluss beim Weltpokal, dann gäbe es ein Spiel gegen die Schotten. Und dann kommt es darauf an, welche Situation dieses Spiel noch bietet. Geht es vielleicht wirklich nur noch darum, um die ersten Punkte, um das erste Tor, auf das Kanada weiter wartet. Hurtman muss irgendeine Strategie jetzt finden für seine Mannschaft. Und das werden sie durchgesprochen haben. Was machen, wenn Uruguay in Führung geht? Ist nicht ganz so spät wie gegen Schottland. Aber natürlich ist es ab jetzt eine Riesenaufgabe, die der Gastgeber leisten muss. Es gab diese Befürchtung, dass nach drei Gastgebern, die es immer geschafft haben, Kanada möglicherweise in der Gruppe hängen bleibt. Es gab das große Auftaktspiel gegen die Waliser, wo man gehofft hat, wo man Punkte brauchte. Und jetzt könnte es am Ende zu wenig sein. Cavani gegen Jakovic. Ball ist nicht zu erreichen für den Mann, der mit seinem Kopfball das 1:0 herrlich eingeleitet hat. Schon gegen Schottland getroffen. Cavani bleibt vorne. Der Unruheherd Nummer 1 bei den Südamerikanern. Davids gegen Vecino. Freistoß entschieden für Kanada. Schnell ausgeführt. Ouellet. Latschalt aufmerksam. David und leider aus Sicht der Fans im Stadion geht die Fahne dann doch nach oben. Kurz geschaut, ob das tatsächlich kein Abseits ist. Es war natürlich die richtige Entscheidung gegen Jonathan David, aber das wäre es gewesen. Wenn jetzt so ein Ball durchkäme und das Ganze kein Abseits ist, dann könnte Kanada wieder rankommen. Nochmal ein Unentschieden würde es in jedem Fall auf den dritten Spieltag verschieben. Egal, was am Ende rauskommt für die Kanadier. Cavani. Cáceres für Latschalt. Cáceres. Überhaupt keine Gegenwehr gegen Cáceres. Vecino bleibt hängen. Und Torreira. Nächster Distanzschuss könnte jetzt ein Mittel der Mannschaft von Tavares werden. Erst Vecino gegen Arfield und dann Torreira unterm Strich
harmlos für Milan Bojan. Nächster Wechsel, Ricketts raus. Und Debüt damit, glaube ich, hat nicht gespielt. Sy Larin aus Belgien von Zulte Waregem. Sehr gefährlicher Offensivspieler, auch einer für die Startelf. Aber so viel kann Hörtmann gar nicht aufstellen. Latscheid. Und Bojan vor Nandes. Linke Seite mit Cavani bleibt die deutlich auffälligere. Liegt sicherlich auch an Kayseres. Sehr erfahrener Linksverteidiger. Latscheid. Ballverlust an Orlet. Tja, das wäre der Traum, dass so ein Ball für Larin oder für David mal durchkommt. Dass Uruguay einmal aufpasst. Abseits Cavani. Und deswegen Freistoß für Kanadas Innenverteidiger Vitoria. Kayseres. Tja, also ich meine, es ist sehr berechenbar, wie Uruguay spielt. Entweder über außen, über Latscheid oder mit einem langen Ball für Cavani. Und jetzt vielleicht mal, Achtung, Larin, das ist die Möglichkeit für Kanada. Muss den Ball durchbekommen für David. Dann hat er das 1 gegen 1 mit Muslera. Uruguay bleibt bei seinem Muster. Der lange Ball für Cavani ist harmlos. Aber das war vielleicht die Möglichkeit für Kanada nochmal reinzukommen. Wenn Larin den Ball durchkriegt für David, schon wieder angespielt. Und es gibt immerhin eine Ecke für den Gastgeber dieses Turniers. Es wäre so schade, es wäre zu früh eigentlich. Arfield, Hutchinson, aber Muslera gibt sich überhaupt keine Blöße und bliebe auch heute ohne Gegentor. Suarez. Cavani. Und jetzt die Möglichkeit. Achtung, Luis Suarez macht das 2:0. Ist das die Entscheidung gegen Kanada? Erstes Tor von Suarez bei diesem Weltpokal. Und Uruguay kann nachlegen. Profitiert von einem riesen Aussetzer in Kanadas Verteidigung. Es ist wieder der lange Ball von Damian Suarez. Cavanis Kopfball und Jakovic verschätzt sich. Und dadurch steht Suarez frei vom Tor von Bojan. Vielleicht, wahrscheinlich, in diesem Moment hat sich Kanada verschätzt und hat den Weltpokal damit abgeschenkt. Es ist natürlich noch nicht entschieden. Es gibt auch morgen noch die Möglichkeit, wenn Schottland gewinnen würde. Aber es wird nicht mehr in der eigenen Hand sein. Und Hurtman und seine Mannschaft stehen vorm Aus bei diesem Weltpokal. Uruguay ist gnadenlos effektiv, hat seine Muster gefunden. Heute haben sie funktioniert. Gegen Schottland hat es spät gereicht. Wird spannend sein, ob das auch gegen die Waliser so funktionieren wird. Da werden wir dann das erste Mal wirklich sehen, wie stark dieses Team aus Südamerika denn ist. Nandes. Vitoria. Nicht gut zu Ende gespielt. So bleibt Kanada eine Viertelstunde für zwei Tore. Ollett. Und Muslera vor Larin. Vecino. Und David, schade, kann den Ball
nicht kontrollieren. 10 Minuten bleiben noch. Cavani, Nandes. Wenn Uruguay es jetzt wirklich einmal gut spielt, dann ist es entschieden. Und dann sind sie wahrscheinlich die Runde weiter, denn auch das steht dann so gut wie fest abseits von Nandes. Freistoß für morgen. Hurtman ist nicht vorzuwerfen. Er hat den richtigen Wechsel für mich gemacht, auf Doppelspitze umzustellen. Kanada brauchte Tore. Kanada hatte eine Offensive, die eingespielt war mit Ricketts und Cavallini, beide aus Vancouver. Jetzt hat er auf die belgische Offensive umgestellt, David und Larin. Es könnte einfach nicht reichen, wenn es dabei bleibt für die Kanadier. Torreira. Suarez gegen Jakovic. Defensiv dann eben doch einige Patzer drin. Denken wir an die Anfangsphase. Da gab es gefühlt 4-5 Möglichkeiten für Cavani. Bojan mit ein bisschen Glück. Quersteger landet am Ende beim Torwart aus Belgrad. Morgan. Und der nächste Fehlpass, diesmal für Alfonso Davis. Letzter Wechsel bei John Hurtman. Henry ersetzt Cordova in der Verteidigung. Daniel Henry aus Korea. Der Arrascaeta ersetzt Nandes bei den Südamerikanern. Uruguay kann auch noch zweimal tauschen. Und damit hat Tavares auch noch die Möglichkeit, genügend Zeit von der Uhr zu nehmen, um mit seinem Team das erste wahrscheinlich Achtelfinale zu feiern. Morgen könnte es dann offiziell sein. Morgan, nochmal eine Flanke. Cavani. Das ist der neue Mann defensiv, Daniel Henry. Godin hat alles unter Kontrolle. Es gab keine richtig große Möglichkeit für Kanadas Offensive. Ricketts, Blass, Cavallini quasi aktionslos. Die eingewechselten David haben vielleicht ein bisschen Aktion reingebracht, aber gefährlich wurde es auch durch sie nicht. Es gab die eine Möglichkeit, als Larin den Ball nicht durchgekriegt hat für David. Da war die Möglichkeit für Kanada offen, das Tor zu machen. Jetzt ist die Nachspielzeit abgelaufen. Nochmal Scott Arfield kann sich tatsächlich nochmal durchsetzen. Das ist die Chance für Kanada. Ball vorbei, Spiel vorbei. Kanada vielleicht ausgeschieden. Uruguay gewinnt 2-0. Suarez und Vecino schießen die Südamerikaner zum zweiten Sieg. Das reicht dann, wenn morgen das Spiel unentschieden endet oder wenn die Waliser gewinnen. Und somit ist Uruguay jetzt eigentlich schon so gut wie weiter. Ich denke, das wird reichen. Sie haben ja auch noch am letzten Spieltag die Möglichkeit, den letzten Punkt zu sammeln. Da kann nicht mehr so viel schiefgehen für die Südamerikaner, auch wenn es doch nicht ganz offiziell ist. Kanada muss hoffen. Kanada muss morgen Schottland die Daumen drücken. Die Schotten müssen morgen gewinnen, um den Gastgeber drin zu halten. Ansonsten ist am morgigen Tag Schluss für den Gastgeber. Und dann freuen wir uns morgen ja auch noch auf die Gruppe B mit dem Weltpokalsieger von 2018, Brasilien gegen Costa Rica, und der Senegal spielt gegen Kroatien, das Spiel der beiden Verlierer vom ersten Spieltag. Wir sind gespannt auf morgen, sagen Tschüss aus Montreal bei diesem Weltpokal 2020 und melden uns morgen wieder zur gewohnten Zeit mit dem ersten Spiel dann hier aus Kanada. Bis dann!